So, hier nochmal eine Spoilerwarnung. Der folgende Beitrag ist nicht für Menschen geeignet, die Folge 1 noch nicht gesehen haben und die zu Folge 2 und möglicherweise 3 nicht mal mikroskopisch kleinste Spoiler zu hören bekommen wollen, ne? Also zum Beispiel werdet ihr hier jetzt gespoilert hinsichtlich der Frage, ob es den Teilnehmern irgendwann mal gelungen ist, irgendwo ein Feuer anzuzünden. Ja? Wenn euch das jetzt nicht so schlimm vorkommt, dass ihr erfahrt, ob es denen irgendwann mal gelingt, dann könnt ihr vielleicht weitergucken und dann gibt es noch ein paar andere Mikroskop-Spoiler in dieser Kategorie. Sowas wie, ob die Teilnehmer zumindest teilweise in einer Gruppe zusammengeblieben sind. Auch auf solche Fragen gibt es Mikroskop-Spoiler. Ja, aber viel mehr als solche wirklich offensichtlichen Dinge, die ihr euch wahrscheinlich denken könnt, wenn ihr die Folge 1 gesehen habt. Mehr als das gibt's, glaube ich, nicht. Ja, aber angucken auf eigenes Risiko. Oder anhören vielmehr. Und das wäre noch die zweite wesentliche Anmerkung. Ich habe hier und da ein paar Texteinblendungen, die ihr verpasst, wenn ihr das Ganze nur hört. Dann einfach mit Zahlen, die ich um mich werfe, mit ein bisschen Vorsicht genießen. Und wenn euch die Zahl komisch vorkommt an dieser Stelle, dann vielleicht doch mal kurz auf den Bildschirm gucken, ob da nicht möglicherweise eine Texteinblendung ist, die diese Zahl dann nochmal korrigiert, weil ich habe mich irgendwo verrechnet. Und ich habe das dann nicht jedes Mal nochmal voiced-overt, um den Rechenfehler wieder rauszukriegen. So, wie auch immer, damit geht's los bei Bedarf. Und wenn nicht, dann habt ihr jetzt noch ungefähr 2 Minuten, um auszumachen, bevor ich anfange, Zeug zu spoilern. So, hallo und herzlich willkommen heute im Alternativstudio zur Frage, wie viel Holz man braucht, wenn man ein Feuer betreiben wollen würde an dem Ort, an dem das Flugzeug bei Seven vs. Wild in der ersten Staffel ja abgestürzt ist. Ja, so, und das enthält Mini-Spoiler, also enthält einige Spoiler zu Folge 1. Sobald man das Szenario einmal gesehen hat, kann man das grob einschätzen. Und es hält Mini-Spoiler zu weiteren Folgen, wirklich nur mini, mini, mini. So ungefähr bis Folge 3 könnte man mikroskopisch gespoilert werden. Und das, damit wir das gleich geklärt haben, das mache ich auch sofort. Sobald ich euch jetzt nochmal erzählt habe, dass ihr gleich mini, mini, mini gespoilert werden könntet bis zu Folge Nummer 3, aber wirklich nur mini. Also mich persönlich hätte es nicht gestört, wenn ich nur Folge 1 gesehen hätte, diese mini, mini Spoiler abzubekommen. Wer da aber ganz empfindlich reagiert, der macht jetzt bitte in 3, 2, 1 aus oder sonst irgendwas, um nicht gespoilert zu werden, weil das ist fürs weitere Verständnis des Videos eben notwendig. So, und der Spoiler besteht darin, sie machen an dem Ort, an dem das Flugzeug liegt, Feuer und versuchen dann Flugzeug und Umgebung so weit zu isolieren, dass sie dort mit dem Feuer genügend Wärme erzeugen können, um dort nicht zu frieren. Punkt. Das war der Spoiler. Ja? Und vielleicht noch ein weiterer Mini-Mini-Mini-Spoiler hinterher. Das Feuer, nachdem es dann mal irgendwann brennt, soll 24 Stunden am Laufen gehalten werden, damit es nicht ausgeht. So, das war's. Das bedeutet, dass jetzt im Internet eine erbitterte Diskussion geführt wird, wie viel, furchtbar viel Holz denn dieses Feuer nun verbrauchen würde und wie schlimm es doch wäre, dass man jetzt zu dem Ort des Feuers das Holz den Berg runter, also irgendwann den Berg runter Holz transportieren muss, vom Wald zum Feuer sozusagen, ne? Und das ist, wie gesagt, je nach Ansicht entweder kein großes Problem oder tatsächlich ein großes Problem. Und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, zu versuchen auszurechnen, wie viel Holz wir denn für unser Feuer so ungefähr benötigen und wie groß der Aufwand ist, das Holz zum Feuer zu transportieren und wie schlimm es daher ist, dass das Feuer nicht im Wald, sondern eben am Flugzeug gemacht worden ist. Ja, entsprechend auch die Wahl des Lagerplatzes, dass man den Lagerplatz zum Feuer
Feuer verlegt. Das muss ich jetzt, glaube ich, niemandem erzählen, dass es jetzt keinen Sinn ergibt, das Feuer im Wald zu machen, das als Lagerplatz, aber das Flugzeug zu wählen. Man könnte theoretisch auch ein Zwei-Lagerplätze-Szenario machen. Man könnte ein Drei-Lagerplätze-Szenario oder ein Vier-Lagerplätze-Szenario machen. Ob das Sinn ergibt? Nein, tut es nicht. Ist schon hilfreich, wenn man sich für einen entscheidet. Da sehe ich überhaupt keinen Sinn darin, dass man da jetzt gleich mehrere nimmt. Es wäre natürlich dramaturgisch interessant, wenn sich die Gruppe in zwei Teile aufspalten würde und dann zwei Lagerplätze anlegen würde. Ich sage jetzt auch nicht, dass das nicht passiert. Ich sage aber auch nicht, dass das passiert. Und das wäre dramaturgisch, einfach nur wirklich die reine Sachinformation, ohne zu spoilern, dass das dramaturgisch natürlich sehr interessant wäre. So. Ja, aber wirklich, wie gesagt, wir müssen jetzt einfach davon ausgehen, dass über 14 Tage, ob das passiert, weiß ich ja auch noch nicht. Soweit sind wir ja auch noch nicht in der, wer die Amazon-Version der Folgen guckt, der weiß auch noch nicht, ob das 14 Tage brennt. Aber jetzt gehen wir spaßeshalber auf, wir wissen, die erste Nacht haben wir noch kein Feuer, das wissen wir aus Folge 1, ne? Das ist jetzt kein Spoiler. Und jetzt gehen wir aber spaßeshalber einfach davon aus, dass man am Tag 2, ab Tag 2 dann halt irgendwann das Feuer für die restliche Zeit am Brennen halten möchte, und einfach aus rechnerischen Gründen gehen wir mal davon aus, man hätte sofort bei Ankunft Feuer gemacht und würde das jetzt über 14 Tage betreiben wollen. Wie viel Holz brauchen wir dann? Das ist jetzt die wesentliche Frage. So, und dafür müssen wir erstmal wissen, mit was für einem Holz wir es eigentlich zu tun haben. So, und das ist Notophagus montana, wie ich inzwischen mit relativ großer Wahrscheinlichkeit sagen kann. Dass es Notophagus ist, das ist absolut sicher, ja, also Südbuche, und die in Frage kommenden Arten von Notophagus unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Holzdichte, und das ist die wesentliche Eigenschaft für die Qualität als Brennholz, so gut wie gar nicht. Das heißt, es ist im Grunde ziemlich wurscht, welcher in Frage kommende Notophagus das ist. Die sind so alle bei 580 bis 600 Kilo pro Kubikmeter bei, ja, entsprechend trockenem Holz. Das ist ein rein rechnerischer Wert, das haben die nicht wirklich, weil es kein richtig trockenes Holz draußen in der Natur gibt. Das hat immer eine Mindestrestfeuchtigkeit von 8%. Das ist so das absolute Minimum, was man hinkriegen kann, wenn man Holz als lufttrocken bezeichnet. Also wenn du es einfach hinlegst und an einem geschützten Ort trocknen lässt, im Wind, dann kriegt es 8% und nicht weniger. Maximal, also bestenfalls eben 8%. So, und bevor Ben vor Ort versucht, sich an Zahlen zu erinnern, die er nicht mehr hundertprozentig im Kopf hat, nehmen wir doch einfach diese kleine Tabelle hier. Die habe ich aus Neuseeland. Die werden am besten selber wissen, wie ihre Holzwerte sind, von Farm Forestry New Zealand. Das ist also quasi eine private Organisation, die sich eben vermutlich um Farm Forestry kümmert. Also für die Leute, die halt irgendwie ein bisschen heimische Pflänzchen anbauen wollen, macht für mich einen sehr seriösen Eindruck. Ob diese Zahlen immer und überall stimmen, das gilt grundsätzlich nicht bei Holz. Holz ist immer sehr heterogen, und neigt dazu eben sehr stark, mindestens 10-20% in den Holzeigenschaften je nach Standort zu schwanken. Und wenn sich dann die Standorte außerdem noch gravierend unterscheiden, innerhalb des Verbreitungsgebiets einer Baumart, kann das wirklich ganz massive Unterschiede in diesen Werten geben. Aber wenn das so stimmt, ja, und immer unter der Maßgabe, dass ich das letzten Endes nicht beurteilen kann und meines Wissens auch keiner der Seven vs. Wild-Kandidaten vor Ort holztechnische Eigenschaften gemessen hat, gehen wir einfach jetzt mal mit den Zahlen, arbeiten wir mit den Zahlen, die wir hier haben, weil anders können wir das einfach nicht machen. So, also wir haben hier eine Density, das ist die Rohdichte, würde man das auf Deutsch nennen, von 645 Kilo pro Kubikmeter. Das entspricht 645 Milligramm pro Kubikzentimeter. Ja, das ist relativ schwer tatsächlich. Ja. Das bedeutet, und das ist jetzt wichtig, fürs Brennholz, die Brennholzeigenschaften, die ein Holz haben kann, mal abgesehen von Funkenwurf und solchen Sachen, also jetzt den reinen Brennwert bzw. Heizwert, der ergibt sich tatsächlich aus der Rohdichte des Holzes. Und da wir es hier mit einem relativ schweren Holz zu tun haben, dürfte der Brenn- bzw. Heizwert, je nachdem wie nass das Zeug ist, also Brennwert ist, wie viel Energie steckt drin, Heizwert, wie viel Energie davon können wir überhaupt verwenden, je nachdem, wie nass das Holz ist. Also haben wir jetzt zum Beispiel ein Holz, das sehr, sehr, sehr nass ist, dann muss quasi im Verbrennvorgang das ganze Wasser, was im Holz ist, da ja erst rausgedampft werden. Das erzeugt jede Menge Kondensationskühle, beziehungsweise erfordert einfach Energie, das ganze Holz da rauszukriegen. Und wir kriegen dann also aus einem Kilo Holz deutlich weniger Kilo
Watt Energie raus, als wenn wir das mit ja, eben mit einem sehr, sehr trockenen Stück Holz gemacht hätten. Aber grundsätzlich ist 645 Kilogramm pro Kubikmeter erstmal ein guter Wert. Ja? Das bedeutet, ein Ast, den man daran schleift, der ist entsprechend schwer. Und ein Ast, den man daran schleift, hat dann auch aber auch eine entsprechende Heizwirkung. Ja? Also rein auf dem Papier, wie gesagt. Da kann es nochmal variieren, ob das Holz tatsächlich jetzt faul ist oder nicht und wie die lokalen Gegebenheiten vor Ort sind, ob die Bäumchen da eher schnell wachsen oder eher langsam wachsen. Wenn sie zum Beispiel eher schnell wachsen, dann haben sie eine geringere Dichte beim zerstreutporigen Holz. Wenn sie eher langsam wachsen, haben sie eine eher höhere Dichte bei einem zerstreutporigen Holz. Und es ist, ich würde die Wachstumsbedingungen für Mountain Beech als ungefähr durchschnittlich ansehen wollen, wenn man sich so mal grob das Verbreitungsgebiet von dem Zeug anguckt. Die kann also auch noch an viel schlimmeren Standorten wachsen und sie kann auch noch an ein bisschen besseren Standorten wachsen, aber nicht mehr viel besser. Daher wahrscheinlich sind die 645 Kilogramm pro Kubikmeter ein tatsächlich realistischer Wert. Das ergibt schon Sinn. So, die Quell- und Schwindmaße, das sind die beiden anderen Faktoren, die können wir völlig ignorieren. Die haben für uns für Seven vs. Wild überhaupt keine Bedeutung. Das ist interessant, wenn man daraus ein Haus bauen möchte oder sowas. Wollen wir ja nicht. So, die Hardness wiederum, die ist sehr spannend. Die beträgt nämlich 4,6 Kilonewton pro Quadratmeter. Da steht hier nicht dabei, aber Kilonewton, beziehungsweise Hardness in Kilonewton gibt man immer pro Quadratmeter an. Das heißt, du kannst auf einen Quadratmeter Holz mit 4,6 Kilonewton draufdrücken, ohne dass da was passiert. Drückst du mit mehr, passiert halt was. Ja, das ist so ganz, ganz grob die Laiendefinition für Härte bei Holz. Zum Vergleich, Birke. Birke hätte eine Härte von 23 Kilonewton pro Quadratmeter. Das bedeutet, Birke ist ein mittelhartes Holz. Wer schon mal mit Birke gearbeitet hat, wird festgestellt haben, ja, ist jetzt nicht butterweich, geht aber schon irgendwie ganz gut. Und rein technisch gesehen ist unser Notofagus hier genau genommen fast doppelt so hart wie Birke. Und das ist jetzt interessant, weil zum Beispiel der Joe sagt, das sei weich. Jetzt glaube ich dem Joe 100%, dass es für sein Empfinden weich bzw. einfach zu bearbeiten, einfach zu Feuer bohren, das sagt der Stefan ja auch, und so weiter, ne? Das wird also als weich empfunden. Technisch gesehen ist es aber hart. Allerdings ist das halt die Druckfestigkeit. Härte ist definiert als Druckfestigkeit in Faserrichtung. Also wenn du einen Querschnitt machst und da drauf drückst. Und das muss nicht zwingend mit der Bearbeitbarkeit, wenn man da zum Beispiel mit dem Messer reinschneidet und hat auch, muss auch nichts mit der Spaltbarkeit des Holzes, wenn man mit einer Axt draufhaut, zu tun haben. Ja? Das ist also tatsächlich gibt es keinen so richtig objektiven Wert für Bearbeitbarkeit in so einem Zahlenwert in einer Form einer technischen Holzeigenschaft. Jedenfalls keinen, den man da so relativ einfach rauslesen könnte. So, dass das Holz jetzt allerdings gut bricht, obwohl es vergleichsweise schwer und vergleichsweise hart ist, das liegt daran, also dass man es gut abbrechen kann und es relativ einfach vom Baum zu reißen ist und so weiter. Das liegt wahrscheinlich an der geringen Elastizität, Modulus of Elasticity oder so ähnlich. Ja, das würden wir in Deutschland E-Modul nennen. Das ist mit 12,5 Gigapascal relativ gering. Sagen wir mal so, das E-Modul geht bei allen Hölzern weltweit so irgendwie ganz grob Durchschnittswert von 10 bis 20 Gigapascal. Und mit 12,5 sind wir definitiv eher am unteren Rand. Und das führt in Kombination mit einer großen Härte und einer geringen Elastizität eben zu, ja, letzten Endes sprödem Holz, eine gewisse Spröde, ne? Und das bedeutet, das Zeug bricht relativ leicht und brechen im Sinne von, dass man es abbrechen kann als Ast und so weiter und so fort, muss nicht zwingend was mit dem Modulus of Rupture zu tun haben. Oder anders formuliert, in Deutschland wird dieser Wert schlicht und ergreifend so nicht angegeben. Oder jedenfalls nicht standardmäßig. Deswegen ist das jetzt schwierig, das mit unseren bekannten Hölzern zu vergleichen. Aber wir dürfen, glaube ich, uns darauf einigen, dass wir es hier mit einem zwar eigentlich harten,
aber spröden und hervorragend bearbeitbaren Holz zu tun haben, das halt auf Werkzeuge gut anspricht, so könnte man es vielleicht nennen, und recht brüchig, vergleichsweise einfach abbrechbar ist, obwohl es eine hohe Grunddichte bzw. Rohdichte, heißt das Wort, besitzt. So, zurück zum Ben im Studio. Also, wir halten fest, nach Literatur haben wir vor Ort ziemlich gutes Holz, was die Brennholzeigenschaften angeht. Das allerdings sehr nass ist, das wissen wir auch schon, aufgrund dessen, dass bei den ersten Bildern, die wir in den Wald, Blicken, die wir in den Wald werfen können, ohne da jetzt groß Screenshots zu machen, ihr erinnert euch sicher, ihr habt es ja vor kurzem vielleicht erst gesehen, und wenn nicht, dann werdet ihr auch noch ein paar Bilder vom Wald im Kopf haben, sonst sucht euch einfach irgendeins raus. Fast alle Bäume haben Flechten. Also die Stämme sind nahezu immer mit Flechten bewachsen, und so ein starkes Vorhandensein von Flechte weist auf hohe Luftfeuchtigkeit hin. Dass hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, verrät uns auch der Fritz bereits bevor die ganze Staffel losgegangen ist, verraten uns teilweise Texteinblendungen auch bereits erst in der ersten Folge, und die Tatsache, wie viel Raureif es da so gibt, spricht auch dafür, dass wir zumindest in dem Moment, wo die Teilnehmer da ankommen, und offenbar auch schon ein, zwei Tage vorher sehr hohe Luftfeuchtigkeit haben. Hohe Luftfeuchtigkeit bedingt hohe Holzfeuchte, ein Stück weit, ne? Also selbst abgestorbenes Holz kriegt natürlich über die Luftfeuchtigkeit eine gewisse Menge an Feuchtigkeit ab. Das heißt, wir haben es hier nicht mit sehr trockenem Holz zu tun. Das bedeutet, die Brenneigenschaften unseres Holzes werden auch dann, auch wenn es sich eigentlich um ein brauchbares Brennholz handelt, nur geht so sein, insbesondere wenn wir eben auch nicht ganz trockene Stücke verheizen wollen. So, und jetzt, wenn man dann ungefähr einen Heizwert für völlig trockenes Nothofagusholz von etwas über 5 Kilowatt pro Kilo, das ist eigentlich ziemlich ordentlich, ja, aber es gibt kein absolut trockenes Nothofagusholz, was dazu führt, dass wir eher bei den trockeneren Stücken, die die Kandidaten vor Ort so finden können, bei sowas zwischen 4 und 5 Kilowatt pro Kilo Holz irgendwo sind, ne? So. Und wenn du jetzt entsprechend ein Feuer betreiben möchtest, das eine gewisse Energie abstrahlt, dann brauchst du jetzt x Summe bzw. x Kilo von dem Holz, das da eben so und so viel Watt liefert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir so 8 bis 15 Kilowatt Abstrahlung, Energieabstrahlung unseres Lagerfeuers benötigen, das ist ein grober Schätzwert, das ist sehr, sehr, sehr schwer zu ermitteln. Mit 8 bis 15 Kilowatt an Heizleistung könnte man ein durchaus großes Gebäude mit vernünftiger Isolierung schon problemlos behandeln. Heizen. Allerdings haben wir es hier zwar mit einem kleinen Gebäude sozusagen zu tun, wenn wir die Umgebung des Flugzeugs meinen, dafür aber nahezu gar keine Isolierung. Ja? Und zumindest in den ersten Tagen, Mikrospoiler, hält sich die Isolierung in Grenzen. Was da später noch alles gebaut wird, weiß ich zum Teil ja auch nicht. Ja? Aber wie gesagt, zumindest für die ersten Tage ist das noch nicht toll, und daher gehe ich jetzt mal einfach von 8 bis 15 Kilowatt Wärmeleistung aus, die das Feuer so haben sollte. Dafür wird man pro Stunde bei der gegebenen Energiedichte des Holzes sowas um die 3 bis 4, vielleicht absolut maximal 5 Kilo benötigen an Holz langfristig. Ja? Langfristig heißt, wir nutzen die Glut, die dann nach ein paar Tagen, also wie gesagt, wir wollen das Feuer theoretisch 14 Tage betreiben. Und wenn das Feuer dann 14 Tage lang oder sagen wir mal 3 Tage lang 24 Stunden gebrannt hat, dann bildet sich da irgendwann wirklich ein sehr großer Vorrat von Glut. Wir haben letzten Endes irgendwann auch eine effiziente Verbrennung, weil selbst die Reste, die es nicht direkt verbrennen, in Form von Glut irgendwann halt doch durch glühen und ihre Energie dann doch irgendwann abgeben. Das bedeutet, ein so langfristig betriebenes Lagerfeuer als Wärmequelle ist schon in der Lage, das allermeiste an Energie aus dem da reingeschmissenen Holz auch rauszuholen. Da bleibt also am Ende wirklich fast nur Asche übrig. Minimalste Reste an Holzkohle vielleicht, aber die werden ja durch die nachfolgende Feuerung, einfach über die Zeit, dass da ständig obendrauf ein Feuer brennt, wird irgendwann fast alles umgesetzt werden. Ja. Möglicherweise bleibt dann doch noch ein kleiner Rest Holzkohle übrig, aber das dürfte sich um ein paar Prozent Verlust lediglich handeln.
handeln. So, ob wir jetzt 8 oder 15 Kilowatt an Abstrahlung, an Energie benötigen, das hängt natürlich davon ab, was wir gerade neben dem Feuer vorhaben, beziehungsweise auf dem Feuer vorhaben. Mit 8 Kilowatt kann man problemlos kochen und es reicht als Wärmefeuer für die Nacht. So ungefähr, das hängt natürlich auch von der jeweiligen Außentemperatur beziehungsweise um das Feuer drumherum Temperatur ab. Das ist also wirklich sehr schwer zu berechnen. Ich habe es mal versucht mit meinen eingestaubten Mathekenntnissen und meinen noch eingestaubteren Physikkenntnissen ein bisschen zu gucken, wenn das Feuer jetzt als punktuelle Wärmequelle zu verstehen ist und Wärme über Luft, über einen gewissen, ja, über eine kugelförmige Entfernung, also über eine gedachte Kugel in die alle Richtungen ausbreitet und wir davon ausgehen, dass sich alle Teilnehmer 3 Meter innerhalb des Feuerradius befinden und da sonst nichts weiter wäre. Das habe ich mal versucht auszurechnen und bin gescheitert. Wie viel Energie das Feuer dann jeweils abgeben muss, um die und die Temperaturen Abstand von 3 Meter aufrechtzuerhalten. Es ist auch sauschwierig. Es hängt halt sehr stark auch davon ab, welche Reflektorelemente da verbaut sind, weil halt Konvektion noch eine große Rolle spielt und da sind einfach meine Physikkenntnisse nicht ausreichend. Da bitte ich um Entschuldigung, Forstwissenschaftler, ne? Nur Forstwissenschaftler, keine echte Wissenschaft, wenn man Physiker fragen würde. Das ist so ein bisschen wie bei der Marsianer, wer den mal gesehen hat. Da kommt irgendwann so ein Dialog vor, von wegen, also der Plot, das verrate ich nichts, ist, dass ein Typ auf dem Mars vergessen wird, während die anderen bereits zurück zur Erde fliegen. So, und dann schreiben die sich irgendwann Nachrichten hin und her und da meint dann der eine Wissenschaftler zu dem Typ, den sie auf dem Mars vergessen haben, ach, ja, du fehlst ein bisschen, wobei, deine wissenschaftlichen Aufgaben können wir auch übernehmen. Ist ja nur Botanik. Keine echte Wissenschaft. Und ja, das ist mir natürlich hängen geblieben, besagter Spruch. Egal. Jedenfalls ungefähr um diese Größenordnung sollte sich das in etwa drehen. Ich habe meine Schätzwerte mit Werten aus der Kamintechnik, der Gebäudeisolierung, mit Werten zu verschiedenen Heizsystemen, die ja auch mit gewisser Megawatt bzw. Kilowatt, Megawatt wäre krass, Leistung funktionieren und ja, auf dem Wege eigentlich dann ganze Gebäude heizen können. Übrigens mit 8 Kilowatt Heizleistung pro Stunde, da kriegst du fast jeden Altbau problemlos, auch wenn der groß ist, beheizt. Ja? Also die Tatsache, dass gar keine Isolierung da ist, kostet wirklich massenhaft Energie. Gut, also hoffen wir einfach mal, dass meine Zahlen da so einigermaßen stimmen. Wie viel Holz brauchen wir dann ungefähr pro Stunde? Das hängt eben davon ab, ob wir mit 8 oder mit 15 Kilowatt heizen. Und ich gehe davon aus, dass die allermeiste Zeit ein kleines Feuer mit 8 Kilowatt, beziehungsweise eben ein vor sich hin brennendes Feuer mit leichter Flammenentwicklung und eben sehr viel Hitze durch die Glut mit circa 8 Kilowatt ausreicht. Und das wäre dann, wenn das mal alles am Brennen ist, langfristig durchschnittlich mit ungefähr 3 Kilo Holz pro Stunde in etwa zu realisieren. Ne? 3 Kilo Holz hätten ja so circa, also wenn sie trocken wären, so etwa 15 Kilowatt und das brennt dann eben über die Stunde ja nicht gleich, nicht auf einmal mit der vollen Energie eine Stunde lang, sondern das wird halt nach und nach abgegeben. Das ist auch immer schwer zu sagen. Das hängt stark davon ab, welche Form die Holzscheite haben. Ob das viele, viele dünne Hölzchen sind, die man da in Kiloweise zufügt, oder ob das einzelne dicke Scheite sind, wo immer nur jeweils die Oberfläche brennt. Also daher schwer zu sagen, 3 Kilo halte ich jetzt aber für den Mindestwert, den man da pro Stunde an Holz draufschmeißen muss, an gutem, halbwegs trockenen Holz, um das Ganze am Laufen zu halten. So, haben wir Holz, das eben nicht gut und nicht trocken ist, hat das dann auch bis zu fast 5 Megawatt. Kilowatt pro Kilo. Nein, hat es nicht. Es hat dann noch sowas um die 3. Das heißt, Holzmengenfaktor erhöht sich so ungefähr um den Faktor 1,6. So in etwa, ganz, ganz grob. Ja? So, und das bringt uns, wie gesagt, zu einem Mindestverbrauch von 3 Kilo gutem Holz pro Stunde oder sagen wir einfach mal 5 Kilo nicht so gutem Holz pro Stunde und das ist der Mindestverbrauch. Und für diesen Mindestverbrauch
Wir können ja auch davon ausgehen, dass man teilweise auch unter dem Mindestverbrauch das Feuer am Laufen hält. Wenn nämlich zum Beispiel tagsüber niemand am Feuer ist, ne? Nur mal hypothetisch, die machen tagsüber irgendwas anderes. Wollen das Feuer zwar am Laufen erhalten, um es nicht nochmal anzünden zu müssen, aber die sind alle unterwegs oder fast alle sind unterwegs und gehen Karnickel verfangen, was auch immer, keine Ahnung. Ne? Blümchenwiese angucken. Dann reicht natürlich eine minimale Zufuhr von neuem Holz, um einfach nur das Ganze am Glühen zu halten, weshalb wir meiner Meinung nach mit einem Durchschnittswert von 3 bis 5 Kilo über den Tag verteilt, ganz gut, also über die 24 Stunden verteilt, ganz gut das Ganze abdecken können. Wer da fundamental anderer Meinung ist und es begründen kann, warum man erheblich mehr Holz brauchen würde, also erheblich mehr Holz. Ja, wenn es 6 Kilo sind, okay. Ja, wir gehen mal spaßeshalber gleich mal auf von 6 Kilo. Also wir machen jetzt ein 3 Kilo Szenario und ein 6 Kilo Szenario über die gesamte Zeit. Mit spätestens 6 Kilo sollte das auf jeden Fall realistisch machbar sein, ne? Wenn man es nicht völlig übertreibt. So, wenn wir 3 Kilo hätten, dann hätten wir insgesamt 72 Kilo pro Tag an Holz, was da hergeschleift werden muss. Ja? Und das bedeutet, wir müssen ja entsprechend diese Menge Holz da auch hintragen. Gehen wir jetzt spaßeshalber einfach mal davon aus, dass um das Flugzeug drumherum überhaupt kein Holz zu finden ist. Wir sehen in Folge 1, ein bisschen Holz gibt es da, ein bisschen Holz haben sie auch schon gesammelt. Da steht auch noch zu diesem Zeitpunkt ein bisschen mehr Holz darum und mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Ich weiß auch selber noch nicht so genau, wie lange das eigentlich hält, wenn man da theoretisch absolut alles abholzen würde und potenziell, ja. Wie gesagt, unabhängig davon, was da später noch passiert oder nicht passiert oder was auch immer, wie gesagt, ich weiß es auch noch nicht alles. Angenommen, man würde jeden Baum in der Nähe vom Flugzeug tatsächlich ummachen und hätte die Möglichkeit, das zu tun. Aber wir wissen auch schon aus dem Trailer, dass irgendwann Sägen verfügbar sein werden. Das ist also auch so gesehen jetzt kein Spoiler. Hauskitzmann hat den Trailer gesehen. Und wenn dann Sägen verfügbar sind, könnte man fast jeden Baum da ummachen und theoretisch könnte man, wenn man vorher schon Feuer hat, das Holz dann so weit am Feuer trocknen, auch wenn es vorher noch nass gewesen ist, also aus dem lebenden Baum stammt, dass es zumindest halbwegs verheizbar ist. Es wird nie gutes Brennholz sein, es wird qualmen wie Sau, aber es würde gehen. Und das gehen wir mal jetzt einfach davon aus, dass das nicht stattfindet. Also wir wollen sämtliches Holz vom Wald, dem Bereich, den Stefan in Folge 1 gescoutet hat, nehmen wir einfach mal an, das sei unsere Waldgrenze, ab der wir Holz finden, von da zum Flugzeug transportieren. So, und dann brauchen wir also Minimum 72 Kilo Holz pro Tag. So, wie viel furchtbar schlimmer Aufwand ist denn das, jetzt diese 72 Kilo da jeden Tag ranzuschleifen? So, eine Person kann optimal beladen, und das ist jetzt wichtig, optimal beladen. Man müsste also die Holzsammelaktion schon ein bisschen koordinieren und ein bisschen durchoptimieren. Dann kann eine Person, der eine zweite Person dabei hilft, das Holz überhaupt auf die Arme zu kriegen, weil du kannst sehr viel Holz so transportieren. Ja, jetzt einen großen Stapel Holz vor dir und versuchen dadurch irgendwie trotzdem, oder du hältst ihn hier unten und guckst drüber und siehst einigermaßen, wo du hinläufst. Da lässt sich einiges an Holz aufladen, rein gewichtmäßig bei vergleichsweise schwerem Holz so viel, wie man tragen kann, gewichtsmäßig. Ja, also es scheitert nicht am transportierbaren Volumen, sondern dann wirklich am Gewicht bei vergleichsweise schweren Hölzern. So, und da würde ich jetzt behaupten, eine Person kann so 15 bis 20 Kilo Holz tragen, so sie das dann physiologisch die Power dazu mitbringt. So, jetzt wissen wir, dass die Teilnehmer ja schon ziemlich schwach sind. Wenn sie also oder ein Großteil der Gruppe eben nicht mehr 15 bis 20 Kilo Holz tragen können und auch nicht 10 Kilo, wovon ich dann gleich im Folgenden ausgehe, dann gäbe es ja noch, wie gesagt, Alternativen. Und zwar Holz ziehen. Wer schon mal größere Mengen Brennholz rangeschafft hat, durch ein vergleichsweise einfach Holz durchzuziehendes Gelände, und das ist ja der Freiflächenbereich zumindest, im Wald selber nicht, aber hinterm Wald, über die Wiese, nenne ich es jetzt einfach mal, bis zum Flugzeug, auch den Hang runter, das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Wüsste nicht, warum das nicht gehen sollte. Und da kann man sich relativ große Mengen von Holz zusammenbauen,
tun, beziehungsweise zusammenschnüren, die man dann da eben hinzieht. Da muss man natürlich beim Abschnitt den Hang runter aufpassen. Möglicherweise müsste man es da dann auch einfach ein Stück weit rutschen lassen, sofern das dann funktioniert. Und auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, dass man halt eben nicht vom Holz überholt wird beim Versuch, das da runter zu ziehen. Beziehungsweise man könnte einfach hinten dran auch nochmal eine Schnur festmachen und einer geht hinten und hält es ein bisschen fest, damit es halt nicht total wegrutscht, während der vorne dran halt vorne wegläuft. Da gibt es Möglichkeiten, das macht man in der Forstwirtschaft so eigentlich schon zum Brennholztransport seit Menschengedenken. Das ist also wirklich keine neue Technik. So, Schlitten bauen, zum Beispiel aus Flugzeugblech, das würde das Ziehen erheblich erleichtern. Auch da müsste man dann natürlich hangabwärts ein bisschen aufpassen und gegebenenfalls eine Bremseperson hinterherlaufen lassen. Den Bremser, das könnte auch eine Julia beispielsweise machen. Da geht es ja nur um leichtes Bremsen, dass das nicht völlig unkontrolliert runterrutscht. Da geht es jetzt nicht darum, völlig zu verhindern, dass es überhaupt unten ankommt. Das wäre ja auch nicht zielführend. Ja? Also das geht erfahrungsgemäß und ich habe da auch schon mal einiges ausprobiert in die Richtung relativ gut. So, dann könnte man einen Riesen bauen. Was zum Geier ist denn das? Ganz alte Technik, bevor es hochmechanisierte Holzernte auch nur ansatzweise gab, um Holz einen Hang runter zu bekommen, sehen wir hier. Das ist ein Holzriese, auch Husche entsprechend genannt. Gibt es theoretisch heutzutage übrigens auch in der Plastikversion. Wenn man keine Lust hat, das mit so einem großen Holzaufwand hier stammmäßig als Rutsche so darzustellen, wie wir es hier sehen können, dann kann man auch einfach eine Rinne in den Hang schlagen, entsprechend das Werkzeug voraus. Ausgesetzt, diese Rinne dann mit eben solchen Hölzern, wie wir sie hier aussehen können, auslegen. Und wenn das Holz ordentlich entrindet ist und eine Weile ein paar Stämme drüber gerutscht sind, dann flutscht das so richtig schön. Und der Hang ist definitiv steil genug, dass man das machen könnte. Und bevor ihr mich jetzt völlig für wahnsinnig erklärt, weil das ja viel zu viel Bauaufwand ist, selbstverständlich ist das viel zu viel Bauaufwand. Aber, und ich wollte es einfach nur mal spaßeshalber genannt haben, weil das halt eben tatsächlich die historische Methode spätestens ab Mittel Alter gewesen ist, um eben Holz aus Hängen relativ einfach, viel einfacher als in der ebenen Landschaft, runter ins Tal zu bekommen und unten im Tal dann praktischerweise in den Fluss schmeißen zu können, damit es dann mit dem Fluss zur nächsten Stadt getrieben wird. Das ist also wirklich eine Technik, mit der man gigantische Mengen von Holz früher aus ja, Gebirgswäldern rausgeholt hat. Wurde übrigens fast weltweit angewendet, wo immer es Gebirgswälder und Forstwirtschaft gegeben hat, gab es auch diese Dinger, auch wenn die unterschiedlich heißen, selbstverständlich. Ne? Also das ist jetzt mehr so einfach als allgemeine Information, weniger jetzt für ein 14-Tage-Überlebensszenario. Selbstverständlich wäre das völliger Quatsch und Energieverschwendung. Ich wollte es einfach nur mal spaßeshalber erwähnt haben. Ja, und dann kann man es Holz theoretisch auch wirklich bis zur Hangkante Hand Hang, ihr könnt es lesen, ne? Und dann werfen, unten aufsammeln. Ja? Das dürfte wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, wahrscheinlich anstrengender sein, als mal eben schnell runterzutragen. Aber mal eben schnell ist trotzdem anstrengend, selbstverständlich. Gerade im Kaloriendefizit und Energiedefizit und unter möglicherweise noch nicht voll eingesetzter Ketose und ist das alles saumäßig anstrengend. Das bezweifelt ja keiner. Aber das kann man schon machen. Und warum das meiner Meinung nach kein Game Changer ist, irgendeine dieser Holztransportmethoden anwenden zu müssen, weil man sich für das Flugzeug als Aufenthaltsort entschieden hat. Das kommt dann jetzt mit dem Ben vor Ort. Okay, um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen. Wer kann denn alles Holz tragen? Joe, Joey, Uwe und Stefan, vermute ich. Ja? Jetzt kann man sich kloppen, ob Hugo auch noch Holz tragen kann. Vielleicht nicht ganz so viel. Julia kann bestimmt auch Holz tragen, vielleicht auch nicht ganz so viel. Sandra weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, vielleicht nicht ganz so viel. Gehen wir jetzt spaßeshalber einfach davon aus, dass die Stärkeren in der Gruppe das Holz tragen und die anderen das Holz dann klein machen und so weiter und so weiter, wo jetzt viel körperliche Stärke nicht unbedingt erforderlich ist. Nicht unbedingt, hilft natürlich trotzdem, na klar. So, das heißt, wir gehen jetzt von vier Personen aus, die Holz in der Gegend schleifen können, theoretisch. Das ist ja sowieso nur eine theoretische Betrachtung.
Diese vier Personen, denen kann man 15 bis 20 Kilo Holz pro Person pro Lauf zumuten. Warum? Naja, wenn die so machen und die nehmen wir an, wir würden vier Personen auf den Berg schicken plus eine fünfte Helferperson. Die Helferperson ist dafür da, die Leute, die schon sich selbst mit Holz beladen haben, so viel sie halt so auf die Arme drauf bekommen. Denn wer schon mal Holz transportiert hat, der wird festgestellt haben, so viel Holz dir so auf die Arme legen, um es vernünftig transportieren zu können, wie du tatsächlich tragen kannst, kannst du meistens vom Volumen gar nicht her auf deine Arme packen. Weil irgendwann sind deine Arme voll und dann hast du halt keinen dritten Arm mehr, mit dem du noch mehr Holz da drauflegen kannst. Soll heißen, man kann erheblich mehr Holz transportieren pro Lauf, pro Person, wenn man ein Helferlein hat. Das Helferlein, das einem dann einfach noch mehr Holz hier auf die Arme draufklatscht, bis man halt so viel Holz da hat und dann die Arme noch ein bisschen tiefer nimmt, damit man noch was sieht, wo man hinläuft, ne? Bis man dann halt maximal viel Holz durch die Gegend schleift. Und ich würde schon behaupten, eben gerade bei den schweren Hölzern, die es da gibt, ist das vom Volumen her bei so einem richtig ordentlichen Arm voll Holz, beziehungsweise Volumen-zu-Gewicht-Verhältnis, sind das dann die 15 bis 20 Kilo in etwa, die man da einer Person sicherlich aufhalten könnte. Ja, so, jetzt haben wir aber nur wenig Energie und die Leute sind relativ knapp an Kraft und deswegen gehen wir jetzt spaßeshalber einfach mal davon aus, dass die nur 10 Kilo, jetzt nur für den Anfang, so rein rechnerisch, nur 10 Kilo pro Lauf transportieren können. Und es sind vier Personen, die das machen und eine fünfte Person, meinetwegen Hugo, meinetwegen Julia, meinetwegen Sandra, kommt mit hoch und hilft beim Beladen der vier Tragesel. Ja? So. Dann heißt das, pro Runde einmal hochlaufen und einmal runter, zumindest für die vier Tragesel, für die Hilfsperson nicht, die kann oben bleiben, aber für die vier Tragesel würde das bedeuten, dass sie zweimal circa 10 Minuten am Hang unterwegs sind. Ja, dafür haben wir hier mal dieses Bild. Wir gehen jetzt spaßeshalber einfach davon aus, dass wir aus irgendwelchen Gründen zur Stelle Stefan sozusagen unterwegs sind und von der Absturzstelle dahin wollen. So, da haben wir einmal eine relativ heftige Steigung. Die hat, also rein wie das hier auf dem Bild aussieht, teilweise bestimmt 45 Grad. Und da läuft man vorzugsweise in Serpentinen hoch. In irgendeiner Einstellung haben wir auch gesehen, es gibt ja den ein oder anderen kleinen Wildwechsel, sowas wie ein Pfad. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo genau wir die gesehen haben und ob die da sind und ob es da einen vernünftigen Weg hoch gibt. Wenn nicht, wenn da oft genug gelaufen wird, gibt es irgendwann einen halbwegs vernünftigen Weg da hoch. Das dürfte allerdings wirklich saumäßig anstrengend sein. Die Strecke rein Luftlinie bis zum Stefan soll allerdings nach Kartenanalyse von so ein paar Leuten im Internet, ne? Das haben wohl verschiedene Leute gemacht, da kann ich jetzt auch gar nicht mehr beurteilen, wer jetzt die Originalquelle ist oder nicht, soll das Luftlinie bloß 200 Meter sein. So, wenn wir jetzt Serpentinen am Hang mit einbauen, die zurückgelegt werden, um da besser hochzukommen und man davon ausgeht, dass die auf dem Rückweg spaßeshalber auch nochmal gemacht werden, weil ja, weil es halt einfacher zu laufen ist und man dann weniger das Risiko hat, am Hang auszurutschen, dann gehen wir mal einfach spaßeshalber von 300 Metern pro Weg aus. Da die aber, wie gesagt, diesen sehr, sehr steilen Hang bewältigen müssen, würde ich jetzt behaupten, dass man für diese 300 Meter trotzdem sowas um die 10 Minuten benötigt. Ja? Nur so mal ganz, ganz grob, wenn es 12 sind, geht die Welt auch nicht unter. Und selbst wenn es 15 sind, das sehen wir dann nachher am Ende, wie sehr das jetzt die letzten Endes die Energiebilanz des Holztransportes beeinflussen würde. Aber 10 Minuten ist jetzt einfach mal unsere rechnerische Annahme. Ja. So, jetzt gehen wir davon aus, dass das am Unterwegssein am Hang, unbeladen, aber berghoch, sowas um die 600 Kilokalorien pro Stunde benötigt. Und ja, ich rechne in Kilokalorien, weil das einfach für die meisten meiner Zuschauer anschaulicher ist und nicht in Kilojoule, was die meisten meiner Zuschauer erst nochmal umrechnen müssen, damit sie sich da eine grobe Größenordnung drunter vorstellen können. 600 Kilokalorien pro Stunde braucht man ungefähr für intensives Nordic Walking. Gut, das kann auch mal bis zu 700 erreichen. Das hängt auch immer vom Körpergewicht des Walkenden ab oder für ordentlich flottes Joggen, aber wie gesagt, immer abhängig vom Körpergewicht oder eben für Bergwandern. Da wird so auch so grob von 600 ausgegangen, 500, wenn du ein bisschen gemütlicher unterwegs bist, 400, wenn du ganz gemütlich unterwegs bist, 800, wenn du den Berg hochrennst oder 1000 meinetwegen, wenn du Ironman-mäßig den Berg hochrennst. Joey kann das ja bestimmt. Also was heißt bestimmt? Natürlich, der ist Ironman, Punkt. Ja, den Titel hat er sich verdient. Und
Und ja, wie auch immer, 600 ist, glaube ich, ein ganz guter Näherungswert. Jetzt gehen wir davon aus, dass die pro Strecke 10 Minuten unterwegs sind. So, das ist bekanntermaßen ein Sechstel einer Stunde. Und damit bräuchten Sie dann pro 10 Minuten nach Adam Riese 100 Kilokalorien. Wenn die also 10 Minuten zum Hochlaufen brauchen und dann zumindest beladen beim Runterlaufen nochmal eine ähnliche Kalorienumsatzrate haben, dann brauchen Sie logischerweise zweimal 10 Minuten, 100 Kalorien, also 200 Kalorien pro Runde sozusagen, pro Rauf und Runter. Pro Rauf und Runter transportieren Sie eben 10 Kilo Holz und sind zu viert und würden dann pro Runde unter individuellem Kalorienumsatz 10 Kilo Holz zum Lager schaffen. So, da war der Ben vor Ort wieder ein bisschen arg langsam, deswegen habe ich das hier nochmal zusammengefasst. Also, pro Runde hin und zurück braucht eine Person ca. 200 Kalorien und transportiert 10 Kilo Holz. Das macht dann bei vier Leuten pro Runde 40 Kilo und jeweils 200 Kilokalorien Energieverbrauch für die vier Personen, die da laufen. Das heißt, wir brauchen am Tag Minimum 72 Kilo Holz, haben wir eben ausgerechnet. Ja, Minimum, wohlgemerkt. Das bedeutet, wir müssen insgesamt zwei Runden laufen, was übrigens 40 Minuten dauert, also rein zum Transport, rein rechnerisch, von mir aus auf 45 und dann macht man noch zwischendrin eine Pause, also meinetwegen eine Stunde, ne? Egal, jedenfalls würden diese zwei Runden pro Person also dann 400 Kilokalorien brauchen. Und wenn wir das jetzt 14 Tage lang machen, dann brauchen wir 5600 Kilokalorien für den Holztransport für 14 Tage. Unter der Voraussetzung, dass wir nur das Holz da aus dem Wald holen und an Tag 1 damit anfangen, was nicht passiert ist. Das wissen wir ja schon, weil wir Folge 1 ja schon gesehen haben. Aber würde man das alles so machen, dann wären das 560 Gramm Körperfett, die 5600 Kilokalorien liefern. Denn ein Kilo Körperfett liefert so um die, ich glaube, 9600. Aber tun wir mal so, es wären es 10.000 und machen das Ganze ein bisschen näherungsweise. Dann wären wir also jedenfalls bei 160 Gramm Körperfett. Ja. So, und damit zurück zum Ben vor Ort. Und das soll jetzt der große Game Changer sein. Ja? Also bitte, ja, rein rechnerisch, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege beim Holzverbrauch, den dieses Feuer hat, und dann verdoppeln wir es, dann verdoppeln wir es. Tun wir so, als hätte unser Feuer jetzt den doppelten Holzverbrauch. Wir müssen also viermal am Tag laufen, um jedes Mal 10 Kilo Holz darunter zu kriegen. Man könnte auch einfach sagen, man läuft trotzdem nur zweimal und bringt jedes Mal 20 Kilo Holz mit runter, was ja eigentlich auch noch tragbar sein sollte für die Leute, zumindest die ersten Tage. Und danach, ja, läuft man mit 15 Kilo und irgendwann mit 10 Kilo, wenn man noch schwächer wird. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Dann hätte man in den ersten Tagen halt noch einen gewissen Vorrat aufgebaut, wo noch mehr Energie da ist. Auch sowas ist durchaus realistisch. Aber tun wir jetzt einfach mal so, als müssten wir das Ganze verdoppeln. Dann sind wir bei sage und schreibe 800 Gramm Körperfett in Form von umgesetzter Energie in Kalorien, um diese körperliche Leistung des Holztransports zum Flugzeug pro Person umzusetzen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, dass Stefan einen Körperfettanteil von 5-6% hat. Sagen wir mal einfach spaßeshalber 5%. So, und jetzt gehen wir weiterhin davon aus, dass er, was er nicht tut, aber würde 70 Kilo wiegen. Er ist, glaube ich, ein bisschen leichter. Und wenn wir jetzt 5% von 70 Kilo, das sind 10% sind logischerweise 7 und 5% sind dann 3,5 Kilo. Dann hat er also 3,5 Kilo Körperfett zur Verfügung, bis sein Körperfett, ja, bis sein Körperfett alle ist. Und davon würde er jetzt 800 Gramm rein fürs Holzschleppen verwenden. Dann muss er irgendwann Muskelmasse abbauen, weil er nicht genug Körperfett am Körper hat. Ja? Also das funktioniert tatsächlich nicht. Der muss zwischendrin also ordentlich was essen, rein rechnerisch, um nicht Protein abbauen zu müssen. Ja, genau genommen wird er wahrscheinlich sowieso ein bisschen Protein abbauen müssen, weil eine gewisse Menge Protein braucht der Körper halt einfach und das muss dann aus der Muskulatur kommen, wenn man überhaupt kein Protein zu sich nimmt. Das ist also immer der Fall, egal wie dick man ist im Grunde, ein bisschen Protein braucht es. Und ja, egal, jedenfalls nur mal so ganz, ganz, ganz grob rein rechnerisch für Stefan also ein Problem. Nur rein von der Physiologie her. Nichts gegen Stefan an dieser Stelle. Ich versuche nur ein Beispiel zu bringen.
Anderes Extrembeispiel, Sandra, auch wirklich bitte nicht böse verstehen, aber wir wissen nicht genau, wie viel Sandra wiegt. Ist ja auch ihr gutes Recht, das für sich zu behalten. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass sie, wenn sie möglicherweise auch mehr Kalorien verbraucht als die 600 pro Stunde, wenn sie da im Hang unterwegs wäre, nur rein rechnerisch, ja, hypothetisch. Wenn Sandra 800 Gramm Körperfett verbrauchen würde, dann könnte sie das ziemlich lange machen. Ohne das wirklich in irgendeiner Form böse zu meinen. Ich habe ja schon im Vorfeld schon immer darauf hingewiesen, survival-technisch kann es von Vorteil sein, trainiert zu sein und mit einem dicken Bäuchlein in die Wildnis zu gehen. Also erstens Muskeln, zweitens plus dickes Bäuchlein. Da hat man erstens Kraft und Leistung und Leistungsvermögen, aber eben auch einen gewaltigen Energiespeicher, um diese Leistung relativ lange aufrechtzuerhalten. Und so wie es zum Beispiel Joe gemacht hat, am besten vor dem Survival-Szenario bereits in die Ketose gegangen zu sein, also vom Stoffwechsel her auf Ketokörper zu funktionieren oder Ketonkörpern zu funktionieren und nicht direkt auf Kohlenhydrate angewiesen zu sein. Denn wenn man direkt auf Kohlenhydrate angewiesen ist vom Stoffwechsel her, dann wird man nach 1 bis 3 Tagen im Durchschnitt, der Durchschnittsmensch wird dann einen enormen Leistungsabfall erleben, weil ihm dann schlicht und ergreifend Glukose fehlt, um ja, wesentliche Stoffwechselvorgänge am Laufen zu halten. Man schaltet dann so eine Art Notmodus und ist in diesem Zustand unglaublich unleistungsfähig. Ja? Das ist grundsätzlich bei fast jedem Menschen so. Bei einigen kickt das mehr rein, bei anderen kickt das weniger rein. Da gibt es auch einen Trainingseffekt. Wenn man zum Beispiel häufiger fastet und der Körper das gewöhnt ist, dann kann sich der Körper da auch schneller akklimatisieren auf die fehlenden Kohlenhydrate und entsprechend schneller in die Ketose, den Fettstoffwechsel sozusagen, den reinen Fettstoffwechsel, Fett und Eiweiß reinschalten und dann ist die Energie auch schneller wieder da. Aber so ein gewisses Tief wird es bei jedem geben, der nicht sowieso schon in der Ketose gewesen ist, wenn er die ganze Chose angefangen hat. Ja? So, und worauf ich jetzt hinaus möchte, selbst wenn wie Sie doppelt so viel Feuerholz brauchen, wie ich das jetzt hier so ein bisschen optimistisch berechnet habe, dann reichen 800 Gramm Körperfett, was zum Beispiel Joey Kelly hat das ja auch, der hat sich auch extra ein bisschen was angefuttert. Der hat auch problemlos 800 Körperfett extra übrig, um das Feuerholz zu transportieren. Wahrscheinlich hat er so 2, 3, 4, 5 Kilo extra übrig über die Menge, die er jetzt zum reinen Grundumsatz, wenn er den ganzen Tag rumsetzen würde, was er nicht tut, was wir schon aus Folge 1 wissen. Also mindestens einen Tag hat er schon mal geschafft. Und ja. Rein rechnerisch vom Energieverbrauch her, wenn ich meine Holzmenge richtig berechnet habe, wäre ein Joey Kelly, wenn er den Iron Man raushängen lassen möchte, der ja ist in der Lage, sämtliches Holz alleine aufs eigene Kalorienkonto sozusagen zu transportieren zum Flugzeug, ohne seine Körperfettreserve wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie groß die genau ist, ja, aufzubrauchen. Ja, und so unendlich, unglaublich unmachbar erscheint mir die Menge an Holz, die da zum Flugzeug transportiert werden muss, nicht. Abgesehen davon, dass man das Holz natürlich noch klein machen muss. So, bevor mir das jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ja, aber da fehlt ja die ganze Energie zur Holzbearbeitung und so weiter. Klar, aber das ist auch im Wald nötig. Ja? Also vom Lagerplatz her ist das völlig unabhängig, ob du jetzt am Flugzeug, im Wald, auf der grünen Wiese, unter Wasser oder hinter den sieben Bergen oder meinetwegen irgendwo in Mordor hockst. Das spielt keine Rolle. Du musst in jedem Fall Holz klein machen, bevor du es ins Feuer schmeißen kannst. Übrigens, diesbezüglich gab es auch noch mal ein paar Ideen, dass im Wald hocken eine bessere Idee gewesen wäre, weil man da das Longfire, das hat diverse andere Namen noch, betreiben kann. Ein sogenanntes Longfire oder wie gesagt besagte andere Namen, ist im Grunde ein Baumstamm, den man auf ein Nest aus leicht, ja, aus Glut oder eben Zundermaterial drauflegt. Man kann den auch vorher noch spalten oder man nimmt Viertelbaumstämme und legt die so ein bisschen locker übereinander und so weiter. Also wirklich ein Riesending, so 2 Meter lang, je nachdem, wie lang das Longfire sein soll. Und dann kann man entlang dieses Longfires mit 2 Personen, der eine schläft auf der Seite, der andere schläft auf der Seite, relativ gut durch die Nacht kommen, während eben dieser Baumstamm durch die gesamte Nacht durchglimmt und man seltenst Holz nachlegen muss und man damit langfristig eine Feuerversorgung hat. Das ist eine tolle Sache in der Theorie, finde ich in der Theorie auch ganz, ganz klasse, aber dafür braucht man erstens Werkzeug, um so einen Stamm so vorbereiten zu können.
Zweitens, man braucht ein Holz, das leicht genug entflammbar ist, um als ganzer Stamm mit Riesenvolumen im Verhältnis zur Oberfläche am Brennen gehalten zu werden. Das ist nicht so einfach. Ja? Dafür braucht man drunter entsprechend auch guten Zunder, der in der Lage ist, diesen Stamm so weit anzuzünden, dass der Verbrennungsprozess dann exotherm immer weiter läuft, ohne dass da unten nochmal neue Zunder nachgelegt werden muss. Das erfordert trockenes Holz. Und fast immer, ich habe das noch nicht mit Laubholz gesehen, vielleicht geht das, aber ich habe es noch nicht gesehen, jedenfalls nicht in feuchten und kalten Umgebungen, braucht das Nadelholz. Warum? Nadelholz brennt bei niedrigeren Temperaturen. Warum? Weil Harz drin ist. Harz dient in diesem Fall als gewisser Brandbeschleuniger und erhöht einfach die Entzündlichkeit des Ganzen. Außerdem sind es meistens leichte Hölzer, die da verwendet werden, sprich Nadelhölzer, die eine vergleichsweise geringe Rohdichte mit sich bringen. Je höher die Rohdichte, desto länger brennt das Holz, desto schwerer ist es aber entzündlich. Und das muss ja durchgehend brennen. Das bedeutet, mit Laubholz, alleinigem Laubholz, mit einer vergleichsweise hohen Rohdichte, auch unter den Laubhölzern, eher im oberen Segment, ein Sort unter diesen Bedingungen ein Longfire am Laufen zu behalten, würde wirklich sehr, sehr guten Zunder, damit das überhaupt mal durchzündet, erfordern. Ein dickes, fettes Glutpaket, das man auslegen könnte, um da den Stamm dann drauf zu rollen, reicht vielleicht ein wirklich, wirklich dickes, fettes Glutpaket, vielleicht gerade so, aber damit der wirklich durchzündet und durchbrennt, da müsste das trockenes Holz sein. Und man wird da keinen trockenen, großen, dicken Stamm finden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist die Luftfeuchtigkeit einfach zu hoch. Und einen entsprechenden stehenden Toten habe ich da nirgendwo entdeckt, weil lediglich ein Standing Dead in Englisch Baumstamm, also ein stehender Stamm, der bereits vollständig abgestorben und durchgetrocknet ist, ohne bereits als Mehrfamilienwohnsitz von diversen Insekten, Pilzen, Käfern, Käfer sind Insekten, Spinnen und Spechten zum Beispiel und Possums bewohnt zu werden. Ja? Und das musst du erstmal haben. Ja? Also das ist rein theoretisch, die Ressource gibt es. Ich habe das mal in irgendeinem Survival-Filmchen gesehen. Das muss man da aber wirklich, wirklich erstmal umgesetzt bekommen. Ich könnte das nicht und ich wage zu bezweifeln, dass man dafür notwendige Stämme finden wird und ohne irgendwelche künstlichen Brandbeschleuniger und so weiter. Nee, ich glaube nicht. Und wenn doch, dann müsste man, wenn man so einen Stamm hätte, dann müsste man den wahrscheinlich erst am bestehenden Feuer eine Weile durchtrocknen, bevor man den dann mal verwenden kann. So, und dann brennt so ein Longfire unter guten Bedingungen vielleicht 8 Stunden. Aber dann ist dann auch Schluss und dann brauchst du den zweiten solchen Stamm. Ja? Und ja, je nachdem, wie dick der Stamm ist. Wenn du einen super, super dicken Stamm nimmst, dann brennt der schon länger, aber den kriegst du erst recht nicht angezündet. Also ganz schwer, ganz, ganz schwer zu sagen, dass man das hinbekommen würde. Daher wage ich das zu bezweifeln. Was natürlich gehen würde, wäre eine, was vielleicht gehen würde, wäre eine plus-minus automatische Feuerholznachführung zum Feuer, was die Notwendigkeit einer Feuerwache des Nachts, die dann regelmäßig Holz nachlegt, ein bisschen reduzieren könnte. Ist aber, wenn man zu siebt ist, jetzt auch nicht so der Gamechanger, weil man zu siebt theoretisch entsprechende Kommunikation vorausgesetzt in der Lage sein sollte, eine halbwegs verbrauchbare Feuerwachenzirkulation oder auch Nicht-Zirkulation oder jeder macht eine Nacht abwechselnd oder wie auch immer man das absprechen möchte, das kann man ja machen, sich entsprechend absprechen. Dann wäre das durchaus in der Theorie, ja, das ist kein Spoiler, alles überhaupt nicht, ist alles rein theoretisch, was da mit den möglichen Ressourcen, soweit wir es aus Folge 1 wissen, denkbar wäre. Ja, dann könnte man das Ganze etwas erleichtern. Man könnte insgesamt, wenn der Transport vom Holz wegfällt, auch eine größere Holzmenge verheizen und damit mehr Wärme erzeugen. Allerdings, Feuer werden umso ineffizienter, je größer die werden und brauchen wirklich für etwas mehr Größe, etwas mehr Abstrahlradius, einen Meter weiter ordentlich angenehme Wärme, brauchen die gleich sehr, sehr viel mehr Holz. Also irgendwann wird das allein schon wegen dem Kleinmachen vom Holz und der Notwendigkeit
Notwendigkeit, das in irgendeiner Form in einen ins Feuer reinbringbaren Zustand zu überführen, trotzdem immer noch ein großer Aufwand. Man wird also versuchen, das Feuer wirklich so klein wie möglich zu halten. So, und jetzt kommt noch erschwerend dazu, was scheinbar auch noch nicht ausreichend geklärt ist, beziehungsweise noch nicht ausreichend besprochen worden ist. Für ein Lager im Wald bräuchte man im Wald ja auch noch in irgendeiner Form ein Dach über dem Kopf. Da bietet es sich natürlich an. Angenommen, wir würden jetzt dieses Longfeuer hinkriegen, Longfire hinkriegen, dann machen wir ein Lean-to-Shelter auf dieser Seite, ein Lean-to-Shelter auf dieser Seite, quasi, dass die in der Mitte zusammengehen. Über dem Longfire ist ein Stück Dach, ein Stück offen, ja, da kann das Feuer nach oben rausbrennen. So, und jetzt geht die Wärme in das eine Shelter, in das andere Shelter und da ist super warm. Funktioniert hervorragend für 2 bis 4 Personen. Wenn man 2 Personen nebeneinander legt, dann ist aber die am Feuer wahrscheinlich zu heiß und die weg vom Feuer gerade noch so okay, und dann muss man dauerhaft durchrotieren. So eine tolle Nacht ist das dann letzten Endes auch wieder nicht. Ja? Für maximal 4 Personen. Da wir aber 7 Personen haben, können wir das gleiche System gleich nochmal aufbauen. Auch mit großen Lean-to-Sheltern, wo eben 2 Personen nebeneinander passen. Jetzt müsste das Ganze noch Dachmaterial haben und so ein Lean-to-Shelter hat, also das Lean-to selber muss für 2 Personen mindestens eine Länge von 2 Metern haben, damit das noch halbwegs handhabbar ist, weil das hat ja auch einen Winkel und die letzten paar Zentimeter hier unten, da will sich auch keiner reinklatschen, da kommst du ja in Verbindung mit dem Deckenmaterial und das ist unangenehm. Ja? Und daher mindestens 2 Meter, besser ein bisschen mehr und das brauchst du auch als Dach entsprechend, damit es da nicht durchregnet. So, jetzt hat eine Rettungsdecke bloß 1,30 Meter oder irgendwas. Eine Rettungsdecke würde als Dach also schon mal nicht reichen. Wenn man die bis hoch zieht, dann bleibt da unten immer noch diese Ecke, die kleine Ecke, in der es durchregnet. Und sobald derjenige, der sowieso schon nicht am Feuer liegt, so ein Stückchen weit in diese Ecke reinrutscht, wird das echt unangenehm und da muss man sich wirklich kloppen, beziehungsweise sich echt lieb haben, um dann mit dem wenigen Platz, wenn man das Ding nicht noch größer baut, dann braucht man aber auch wieder mehr Feuer, um es aufzuheizen, beziehungsweise mehr Baumaterial und mehr regendichte Plane, dann wird das schwierig. Ja, sie haben theoretisch, glaube ich, 4 Rettungsdecken. Theoretisch könnte man also 4 von diesen Sheltern aufrechterhalten mit dem Stamm in der Mitte, vorausgesetzt, keine einzige Rettungsdecke geht kaputt. So, und jetzt ist die Frage, wie viel, unglaublich viel Sheltermaterial, 15 Quadratmeter, 38 Quadratmeter, 117 Quadratmeter, je nachdem, wen man fragt, man aus dem Planschbecken bzw. der Rettungsinsel, die sie ja auch noch bekommen haben, hat rausholen kann. So, und soweit ich das verstehe, ich habe das Ding noch nicht in der Nahaufnahme gesehen und irgendwer vor Ort wird sich hoffentlich ausreichend genug angeguckt haben, um festzustellen, dass man da eben nicht 18 Quadratmeter rausschneiden kann, weil es halt keine so und so viele Leute Rettungsinsel, sondern eine Personenrettungsinsel scheinbar ist, die ungefähr die Größe hat von einem Kinderplanschbecken. Und die hat in der Mitte nicht 4-fach Folie, sondern nur eine einzige. Und drumherum geht eben ein Schwimmring und darüber ist noch ein Dach, das vielleicht auch nochmal so ein Quadratmeter oder meinetwegen 1,5 oder sowas in die Richtung hat. Wenn man das also schön zurechtschneidet und so weiter, dann kriegt man da vielleicht noch ein 4. oder ein 5. Shelter raus, wenn man eine der Rettungsdecken kaputt gemacht hat oder sie eben nicht kaputt gemacht hat. Vielleicht. Ja. Und dann war es das aber auch mit leicht tragbarem Deckenmaterial. Die Flügel den Berg hochschleifen, ich glaube, in Anbetracht dessen, wie schwierig es ist, mit den Flügeln zu hantieren, allein am Flugzeug, unter den geschwächten Bedingungen, die Kandidaten haben und dem enormen Verletzungsrisiko, was damit einhergehen würde, dass da irgendjemand unter den abrutschenden Flügel, wenn der nicht mehr getragen werden kann, dann rutscht er den Berg ein Stück runter und dann liegt jemand drunter, halte ich für völlig verantwortungslos und für nicht machbar. Ich persönlich. Ja? Aber klar, auf dem Sofa ist das natürlich einfach, sich sowas zu überlegen, dass man das schon irgendwie hinkriegen sollte und dass die sich mal nicht so anstellen sollen. So, das heißt, Lager im Wald ist möglich, dann kommt allerdings noch erschwerend dazu, also mit viel Aufwand, allein das ganze Material für diese Shelter zusammenzutragen, allein die ganzen Äste und so weiter, das dauert pro Shelter mit 2 Personen, mit reduzierter Energie, wo wir davon ausgehen, dass die 2 Personen eher Hugo und Sandra sind und nicht Joey Kelly und Joe, zum Beispiel, dann dauert das mindestens einen ganzen Tag, so hell wie es da halt irgendwo ist, mit reduzierter Energie.
Und wenn wir dann auch davon ausgehen, Stand erster Tag, wir haben als Werkzeug nur dieses Breaching-Tool, dann wird es auch schwierig, die Äste auf der entsprechenden Länge abzutrennen. Beziehungsweise ein super, super langer Ast ist schön, aber den kriegst du ja in der Mitte so schnell nicht durch. Vor allem nicht mit diesem Breaching-Tool. So unstabil, so unhart ist das Holz da auch wieder nicht, was da rumliegt. Ja, das heißt, der Arbeitsaufwand für so ein Lager, die reine Holzunterkonstruktion, der wäre schon mal gewaltig. Hast du die reine Holzunterkonstruktion, ist das Ding noch lange nicht wetterdicht. Nicht weder winddicht noch regendicht. Und zweitens, will man Rettungsdecken verwenden als Dach, dann muss man die unter ein vorhandenes Dach vorsichtig drunter spannen. Am besten vorher noch sämtliche Äste, die von dem Dach nach unten irgendwie rausragen, entfernen und das Ganze ganz vorsichtig anbringen, weil Rettungsdeckenfolie ist wirklich unglaublich fragil. Die kriegt sofort ein Loch und sobald die ein Loch hat, reißt die das ganze Ding in kleine Stücke. Dann ist die unbrauchbar. Ja, da kannst du wirklich nichts mehr mit anfangen, außer dir deine Klamotten damit auszustopfen. Und ja, da gibt es also ganz viele Wenns und Abers. Das kann funktionieren. Ist das wirklich besser als ein Flugzeug, das man mit eben demselben Material, das man am Flugzeug lässt, relativ gut dicht bekommt? Relativ gut, nein, man kommt es nicht dicht, aber das kriegt man in Shelter im Wald garantiert auch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das Flugzeug tatsächlich dichter bekommt, was Wind angeht, was Regen angeht, als man eben in Shelter im Wald jemals dicht bekommen kann. So, und wenn das jetzt noch nicht reicht, im Wald gibt es Wind. Und Wind unter Bäumen kann unter Umständen zu der Gefahr Nummer 1 führen, vor denen unser Bundeswaldgesetz warnt, nämlich herabstürzende Äste. Selbst so kleine Bäume, da liegen ja auch Äste am Boden. Da liegen jetzt nicht furchtbar viele Äste am Boden, aber da liegen Äste am Boden. So, und sobald ein Ast auf ein Rettungsdeckenschelter, wenn man jetzt sagt, man spannt einfach nur ein paar Rettungsdecken, ist die Frage, ob da überhaupt genügend Spannmaterial, genügend Schnur vorhanden ist, um so viele Rettungsdecken aufzuspannen. Und man müsste dann die Bäume auch noch gescheit wählen, damit man die Bäume dann auch zusätzlich als Spannhilfe verwenden kann und man braucht an der Stelle dann noch eine glatte Liegefläche, damit das nicht total unangenehm in der Nacht wird und man braucht noch Bodenisolation für 7 Personen, die man dann ausreichend im Maß auch erstmal hinkriegen muss und musste diese dann noch erweitern durch Zweige, das muss man wahrscheinlich im Flugzeug auch, weil die insgesamt Bodenisolationsfläche wohl nicht ganz ausreichen wird, nach dem, was man da so in Folge 1 sehen können, was da bisher so rausgeholt worden ist an Material, aber das sind alles Sachen, die fallen in jedem Fall an, egal wo man übernachten will. Zweige zum Flugzeug bringen, ich denke, das dürfte vertretbar sein. Das ist einmal laufen, wenn jemand große Mengen Zweige aufgeladen bekommt und dann halt, oder meinetwegen 2-3 Mal laufen und eine gewisse Beschäftigung stellt, laufen ja auch noch da. Du musst ja auch mentale Gesundheit im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dass du jeden Tag was zu tun haben sollst. Klar kann man natürlich auch im Wald jede Menge Holz machen und ist damit beschäftigt und wird das auch müssen, wenn man im Wald haust, aber durch die Lauferei, gerade als Teambuilding-Maßnahme, im Team laufen, einer belädt, einer bleibt am Schluss. Flugzeug passt darauf auf, passt aufs Feuer auf, dass das nicht ausgeht zum Beispiel oder dass da nichts anfängt zu brennen, was nicht brennen soll. Ja, wie gesagt, einer belädt, 4 laufen und Nummer 7 darf Pause machen. Das kann man ja auch durchrotieren, wer Pause machen darf. Ja? Dass also immer einer von den Läufern Pause macht und 5 Leute insgesamt als Läufer zur Verfügung stehen. Nehmen wir mal an, Hugo läuft noch mit und die Sarah und Sandra, und Julia, die machen dann halt Helferlein und Feuerwache, ja, zum Beispiel. Also da gibt es wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, das in einer funktionierenden Art und Weise durchzuführen, ohne dass das jetzt das ganze Projekt zum Scheitern bringen würde, weil das so unglaublich viele Kalorien verbraucht, das Holz darunter zu kriegen. Außerdem wäre man im Wald, müsste man das Wasser zum Holz transportieren und dann hätten wir dasselbe Kalorienverbrauch durch Rumlaufen, Berghochkraxeln und so weiter, Spielchen. Nicht ganz dasselbe, möglicherweise ist der Weg ein bisschen kürzer, aber scheinbar ein bisschen steiler. Ich war nicht da, es ist sehr schwer, das rein aus den Bildern aus der ersten Folge, übrigens auch aus den Bildern der zweiten Folge, genau zu beurteilen, wie da exakt die Anstrengung für jeweils das Ranschaffen von Ressourcen ist. Will man noch Essen irgendwo hernehmen? Nehmen wir mal an, da würde irgendwo Essen wachsen. Dann wächst Essen möglicherweise in den fruchtbareren Böden und die fruchtbaren Böden, die sind irgendwo neben dem Wasser üblicherweise in solchen Landschaften. Ne? Das ist auch ganz allgemein, das ist kein Spoiler, sondern allgemein ist
Survival-Wissen, dass du futterbares Zeug eher am Fluss als irgendwo am Hang in schwierigen Wachstumsbedingungen auf armen Böden finden wirst. Ja? Und der ist nun mal auch unten. Und dann muss man also jedes Mal, wenn man was zu essen sammeln möchte, auch für jede Portion Essen, die man da möglicherweise finden könnte, das gleiche gilt übrigens auch für Fisch, wenn man irgendwie an Fisch, Meeresfrüchte aus dem Bach ohne Salzwasser oder was auch immer man da vielleicht noch besorgen kann, das muss man auch alles von unten nach oben transportieren, vorausgesetzt man kommt da an irgendwelche Ressourcen dran. Das heißt, das ist auch nicht kein Transport. Es ist vielleicht weniger Transport notwendig als das Holz zum Flugzeug, aber der Unterschied dürfte nicht unglaublich gravierend sein. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, und ja, gerade da man bei Nahrungstransport wahrscheinlich auch schon mit kleineren Mengen loslaufen wird und so weiter. Und da ist einfach das Laufen an sich dann nicht die Menge an transportierten Zeugs, also das Gewicht von transportierten Zeugs das Thema, sondern einfach generell die Strecke bzw. die Steilheit des Geländes und so weiter und so weiter. Ja, so. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass es ja eben doch auch Holz am Flugzeug gibt. Da ist ja nicht nichts. Und das wiederum kann man ja auch erstmal, soweit es nutzbar ist, verwenden, beziehungsweise man könnte es, das wäre vielleicht eigentlich noch besser, erst später verwenden, wenn die Energie fürs Holz vom Wald runter transportieren nicht mehr ganz ausreicht. Das wäre rein von Survival-Sicht tatsächlich die bessere Vorgehensweise, aber theoretische Pläne und praktische Umsetzung vor Ort, das sind immer so zwei Paar Schuhe, das muss ich auch ganz klar nochmal betonen, was ich mir hier theoretisch ausrechne und theoretisch ausdenke, das kann dann vor Ort aus irgendwelchen Gründen scheitern, die man jetzt so nicht auf dem Schirm hat oder einfach an der fehlenden Energie, an der fehlenden Motivation. Das Ganze ist ja kein Pappenstiel, sondern, ja, übrigens, einer haben auch gemerkt, oh, so kalt ist das ja gar nicht. Ja, wenn du den Magen voll hast, aber hast du mal nach ein paar Tagen nichts gegessen, in so einer Temperatur gelegen, das ist dann schon kalt. Hä? Also ich kann von meiner allerersten Outdoor-Tour berichten, da hatte ich das Problem, dass es eine Gruppentour war und ich noch keine Sozialkompetenz ausgebildet hatte, vorausgesetzt, dass ich inzwischen welche habe, das möchte ich gar nicht selber beurteilen, aber jedenfalls damals hatte ich noch keine und hatte eben mit der Gruppe, dieser Gruppentour so meine Schwierigkeiten. Da kann man jetzt ganz viel reininterpretieren, wenn man weitere Folgen bereits gesehen hat an dieser Aussage. So ist es nicht gemeint. Also bitte nicht zu viel nicht mehr reininterpretieren, als ich jetzt sage. Diese Tatsache, dass ich mit der Gruppe so meine Schwierigkeiten hatte und ein heikler Esser bin, hat dazu geführt, dass ich hin und wieder mal meine eigenen Ausflüge gemacht habe, nachdem wir dann am Lagerplatz bereits angekommen waren und vielleicht mehr Kalorien verbrannt habe, als gut für mich war und gleichzeitig eben Gemüsereis ums Verrecken nicht essen wollte mit bösen Gemüse drin. Gemüsereis ist heute noch so mein Schreckensessen. Wie auch immer, jedenfalls, ja, ich weiß, das geht anderen Leuten anders, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich bin halt in der Hinsicht leider etwas missraten. Und damit muss ich jetzt irgendwie leben. Habe ich damals getan, indem ich halt abgenommen habe. Und zwar ordentlich. Und zwar mit hohem Kalorienverbrauch. Und ich bin damals, also heute habe ich einen gewissen Energiereserven. Ja, die hatte ich damals noch nicht. Da war ich wirklich eine ziemlich schlanke Erscheinung. Und trotzdem schon ausgewachsen. Also mit meinen 1,89 da unterwegs. Und da habe ich schon ordentlich Energie verbraucht. Und dann wurde es nachts zunehmend kälter, obwohl die Temperaturen eigentlich maximal so ein Grad minus vielleicht mal gewesen sind. Und trotzdem habe ich in einem für minus 8 Grad Komforttemperatur, also die richtige Komfort, also so heute würde man sagen Komfortlimit wahrscheinlich. Ne? Aber damals als junger heizender Mensch, ich habe damals mehr geheizt, als ich heute heize, war das trotzdem eine relativ kalte Angelegenheit, eben weil man zu wenig gefuttert hat. Und ich habe ja nicht nichts gegessen, sondern nur eben sehr, sehr wenig, nämlich Reiskörner, die ich aus dem ganzen Gemüse rausfischen konnte. Ja, ich war jung, ja, 15. Und ja, wie auch immer, jedenfalls kann ich noch von damals, das weiß ich noch gut, das ist ein Erlebnis, das sich einem einbrennt, bestätigen. Deswegen mache ich auch keine Survival-Touren im Sinne von, ich habe kein Futter dabei, weil mir das noch zu als schlimm in Erinnerung ist. Darum sage ich auch immer, ich möchte bei Seven vs. Wild und Ähnlichem nicht teilnehmen. Ich finde das super spannend und ich würde da gerne mal Mäuschen spielen und Gast sein und dann schnell wieder abhauen und eine Pizza futtern. Aber diese Hungerei ist nichts für mich, das kann ich bestätigen, ja, und
Daher habe ich grundsätzlich, das möchte ich vielleicht an dieser Stelle auch nochmal betonen, großen Respekt vor den Teilnehmern, die sich die Hungerei halt eben antun, bereit sind, das zu ertragen. Vielleicht können sie es auch einfach alle besser ertragen als ich, das will ich auch gar nicht bezweifeln. Aber unter eben diesem Energiemangel friert man halt viel schneller. Aber ich muss klar sein, ein Schlafsack wärmt nicht automatisch. Da ist nicht automatisch warm drin. Sobald man den hinlegt, beginnt er sich aufzuheizen. Quatsch, da musst du drin liegen und mit deiner eigenen Körper. Wärme, die du nur so viel abgeben kannst, wie du gerade produzierst, was davon abhängig ist, was für ein Muskel-zu-Fettanteil du hast, wie groß deine Muskeln insgesamt sind und generell so vom Typ her diversen physiologischen Eigenschaften wie generell Stoffwechsel, Ruhepuls und solche Späße. Wer zum Beispiel einen besonders niedrigen Ruhepuls hat, spart Energie beim Schlafen. Das ist nicht unbedingt hilfreich, um einen Schlafsack warm zu kriegen. Wer einen relativ hohen Ruhepuls hat, der braucht Energie, relativ viel Energie beim Schlafen. Das kann hilfreich sein, den Schlafsack voll zu kriegen. Dann hängt es noch davon ab, wie viel Energiespeichermasse man mit erhitzen muss, was dazu führen kann, nicht muss. Und das ist auch wieder keine böse Unterstellung oder sonst was, sondern halt nun mal Biologie und Physik, dass jemand, der viel Energiespeichermasse mitbringt, möglicherweise leichter friert oder Schwierigkeiten hat, einen Schlafsack aufzuheizen, als jemand, der quasi keine Energiespeichermasse besitzt, aber nur aus Muskeln besteht. Weshalb so ein Uwe, das hoffe ich zumindest sehr für den Uwe, hoffentlich gut geschlafen hat, ja, weil seine Muskeln dürften weniger werden im Laufe der Zeit, aber potenziell ist der erstmal ordentlich am Heizen, darf man von ausgehen, ja, um jetzt einfach Uwe als muskulösestes Beispiel der Gruppe herauszufischen. Ich denke, das darf man auf jeden Fall so tun. Der Kerl sieht aus wie gemeißelt. Und ja, das noch so ein paar allgemeine Anmerkungen. So. Ich möchte nochmal betonen, Holztransport im Team ist eine sinnvolle Beschäftigung und kann den Gruppenzusammenhalt, könnte den Gruppenzusammenhalt durchaus fördern, wenn man das als ein Team gemeinsam unter fairer Lastverteilung innerhalb der Möglichkeiten der einzelnen Teilnehmer hinbekommen würde. Das ist nicht der Grund, weshalb das Projekt zu scheitern droht. Und es ist auch kein Fehler, kein alles falsch, wenn man dieses bisschen an Holztransport Energiebedarf bei der Lagerplatzwahl mit einkalkuliert, so der Lagerplatz dann eben eine erheblich größere Chance bietet, stabil und sicher Wetterschutz zu bieten für die Tage, in denen der notwendig sein wird. Ja, nochmal, es wäre im Wald nicht unmöglich, aber ich halte das Flugzeug für erheblich leichter und mit viel weniger Energieaufwand außerdem ausbaubar. Und der Energieaufwand fürs Lagerbauen, das darf man ja nicht vergessen, das sind jetzt erstmal auch Kalorien, klar. Die spart man, wenn man beim Flugzeug ist. Irgendwann werden die wahrscheinlich wieder verbraucht sein durch den Holztransport, aber das dauert 10 Tage oder mindestens 8, bis der Holztransport den Energieaufwand, den man beim Ausbau des Flugzeugs gegenüber dem Ausbau eines Lagers im Wald gespart hat, wirklich wieder drin ist oder ausgeglichen ist, und erst dann beginnt der Platz am Flugzeug. Vorausgesetzt, man nützt überhaupt kein Holz am Flugzeug. Wie gesagt, da gibt es ja auch Holz. Ja, dann dauert es vielleicht 10 Tage oder meinetwegen 11 oder auch nur 7, scheißegal. Aber der Energieaufwand, den man mehr hat, wenn man am Flugzeug ist, hält sich in Grenzen. Das möchte ich nochmal betonen. Man muss an dieser Position, das habe ich zwar letztes Mal auch schon gesagt, aber sobald man da ankommt, wo das Flugzeug ist und sich umguckt. So, und jetzt weiß man, okay, die Steine, das ist anscheinend irgendwas Schiefermäßiges, dann haben wir hier keine Höhlen. So, damit ist die Option, rumzulaufen, um eine Höhle zu finden, schon mal im Arsch. Da gibt es keine Höhlen in Schiefer, der ist viel zu bröckelig. Natürlich gelagerter Schiefer, der jetzt nicht vom Bach irgendwie abgeschliffen wurde zu so einem schönen kompakten Klumpen, der dann immer noch gewisse brechbare Eigenschaften wohl möglich hat. Aber da entsteht auch keine Höhle durch, ne? Es gibt keine Tropfsteinhöhlen, es gibt keine sonstigen natürlichen Höhlen, weil sofort jede Höhlung einbrechen würde, weil das Gestein halt bröckelig ist. Es gibt keine Kräfte, die irgendwie eine Höhle sonst wie ausgraben könnten. Allenfalls findet man eine an der Böschung am Fluss, und die werden
wäre dann auch hochgradig gefährlich, weil beim Ansteigen des Wassers, was bei einem Bergbach jederzeit passieren kann, auch wenn es bei dir selbst nicht regnet, kann es sein, dass es weiter hinten in den Bergen regnet und zwar massiv, ja, also Niederschläge im Gebirge. Das können 200, 300 Liter pro Quadratmeter sein, das zu fast jeder Jahreszeit und das bei so ziemlich jedem Hochgebirge auf der Welt. Da gehört Neuseelands Südinsel, Alpen, neuseeländische Alpen, definitiv auch dazu. Man stelle sich vor, der Karadras fängt da an rumzutoben und schlechtes Wetter zu produzieren. Ne? Dann ist da aber ganz schnell Zappenduster. Jetzt weiß ich nicht genau, ob der Karadras da in der Nähe ist, aber bestimmt. Und ja, und das heißt, es wäre also eine ganz dämliche Idee, direkt im Hochwasserbereich des Flusses in eine Böschung nochmal reinzubuddeln, die eben vom Fluss ausgewaschen worden ist. Außerdem im Schiefergestein, selbst wenn es da eine Böschung gibt, dann funktioniert die vielleicht so weit, wie sie jetzt tatsächlich da reingeht. Das ist vielleicht ein Meter. Wenn du die jetzt auf 2-3 Meter nach hinten buddelst, angenommen du kriegst das hin, weil du entsprechendes Werkzeug hast und Joey Kelly bist, dann kann es dir passieren, dass das Ding halt irgendwann doch noch runterkommt, weil es halt brüchiges Gestein ist. Also, Ersteinschätzung, wenn man sich ein bisschen mit Geologie und Geomorphologie auskennt, sobald man da ankommt, Höhle kann ich hier nicht finden. So, jetzt wissen wir, dass Fritz in der Orga ist. Fritz würde sich in den Arsch beißen, wenn in dem Bereich, in dem die Teilnehmer rumlaufen dürfen, irgendwo eine Hütte rumsteht, wo die einfach alle gemütlich in der Hütte hocken. Und Fritz würde Amok laufen, wenn er mitbekommt, dass die da alle in dieser Hütte hocken. Und dieses Donnerwetter möchte ich mir nicht vorstellen, wenn der Gemeinecke das mitbekommt, dass die da alle sich in die Hütte gehockt haben. Ja? Da wird es also voraussichtlich keine Hütte geben, auch wenn das in den letzten Staffeln der Fall war, aber da gab es auch noch keinen Fritz in der Orga, der sich dann Zeta und Mordio schreit, weil da irgendwelche Hütten an einem bestimmten Spots gewesen sind und das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja? Das wäre also so meine Überlegung, wenn Fritz in der Orga, dann wird er auf sowas geachtet haben. Wir wissen inzwischen, das darf ich, denke ich, verraten, weil das sowieso nie nirgendwo wirklich kommuniziert worden ist und sich das jetzt langsam aus den Teilnehmerberichten und so weiter ergeben hat, die sie auf die andere Seite vom Fluss durften sie zwar, den Hang da hoch durften sie nicht, weil da oben sieht man zumindest auf Fernerkundungsdatenbildern, dass da Hütten und wohl auch eine Straße ist. Und deswegen dürfen sie da wahrscheinlich auch nicht hoch, weil da eine Straße und Hütten sind, ja? Damit sie halt eben nicht zur Hütte kommen. Das bedeutet, natürlicher Schutz in Form einer Höhle ist ausgeschlossen, weil es in diesem Gestein keine Höhle geben kann. Anthropogener Schutz ist ausgeschlossen wegen Meinecke. Bedeutet, was soll da noch zu finden sein? Was soll dir in den ersten Momenten nach deiner Ankunft an diesem Ort, als kundige Person, die sich da umguckt, ja, was soll es da noch geben, was dir jetzt in den ersten Momenten weiterhilft? Warum sollst du da jetzt erstmal 3-4 Stunden rumlatschen oder einen Teil der Gruppe jeweils eine halbe Stunde in irgendeine Richtung gehen lassen? Das kannst du zwar tun, aber dann fehlt dir die halbe Stunde, weil die müssen ja auch wieder zurück, also eine ganze Stunde. Oder von mir aus auch nur 15 Minuten und so weiter und so fort. Und was soll die Erkenntnis dann sein? Nein. Versetzt euch in die Lage oder stellt euch vor, ihr kennt euch derart gut mit der Natur aus, dass ihr euch in ein Stück Natur stellen könnt und ihr dreht euch einmal im Kreis und guckt in alle Richtungen, riecht, hört, atmet die Luft und schickt dabei mental eine Welle der Erkundung aus, wenn ihr das so nennen wollt. So, und Leute, die Geografie drauf haben, die Geologie, Geophysik, Biologie, sonstige Naturwissenschaften, Geoökologie, habe ich glaube ich schon gesagt. Da gibt es ja inzwischen zig Studiengänge in diese Richtung. Wenn du das 3 Jahre Minimum deines Lebens gemacht hast, dich mit solchen Fragestellen auseinanderzusetzen, dann hobbymäßig auch noch ständig durch Landschaften läufst, in denen du das ununterbrochen tust, deine komplette Umgebung zu sondieren und zu analysieren, was könnte hier jetzt Interessantes sein, dann brauchst du dafür höchstens eine Minute und dann weißt du, wenn du über diesem Flugzeug rauskommst, so habe ich es auch mit dem Trailer gemacht, die Ausnahmen auf dem Trailer, und das ist keine 360-Grad-Situation vom Flugzeug aus, das gibt dir Infos, was du da erwarten kannst und was nicht. Pflanzen kommen in bestimmten Gemeinschaften vor, Pflanzengesellschaften. Da gibt es jede Menge dicke Bücher dazu. Zum Beispiel die hier. Die Pflanzengesellschaften Großbritanniens. Ja, also okay, so dick sind die nicht, aber Großbritannien ist auch nicht so groß. Wenn du die ganzen pflanzensoziologischen Daten von Europa haben möchtest, dann geht das erst richtig ab. Oder zum Beispiel
dieses Ding hier, ja, das ist nur Kartenmaterial in der Dicke zu den Farn- und Blütenpflanzen von Ostdeutschland. Besteht nur aus solchen Karten und da ist so viel Wissen vorhanden. Wenn man sich damit auseinandersetzt, wie Pflanzengemeinschaften funktionieren, dann kann man anhand des Standortes, also den Wachstumsbedingungen, die wir hier haben, das habe ich euch schon öfters erklärt, wenn man hier länger zuguckt, innerhalb von wirklich ganz kurzer Zeit sofort abschätzen, welche Ressourcen ungefähr, ja, ob im Detail da jetzt noch eine wollige Königskerze rumsteht oder nicht. Das muss man dann tatsächlich noch klären. Aber in den ersten Minuten bzw. in den ersten Stunden braucht man auch noch keine wollige Klopapierkerze, Königskerze heißt sie, zu suchen. Ja. Und trotzdem daher, erkunden kannst du dann hinterher immer noch, wenn dir langweilig ist. Wenn du ein bisschen Zeit übrig hast, wenn du ein bisschen Zeit für dich brauchst, wenn dir die Gruppendynamik auf den Keks geht, was ich verstehen kann, dass das mal passiert, das wäre bei mir auch irgendwann mal vorgekommen, ja. Dann kann man natürlich auch eine Runde erkunden gehen, aber erstmal muss wirklich der Lagerplatz ausgebaut werden. Erstmal muss man sich ums Überstehen die erste Nacht kümmern, weil die erste Nacht sonst darin besteht, alle 20 Minuten aufzustehen und Hampelmänner zu machen, um halt eben nicht zu unterkühlen, weil man halt gar nichts hat, um die Nacht zu überstehen. Beziehungsweise wenn man gar nichts hat, dann würde man auch Feuer machen müssen. Da man dann auch Schlafsäcke findet, muss man halt nicht unbedingt zwingend nochmal Feuer machen. Ne? Nicht zwingend, man könnte. Ja? Und jetzt ist halt eben auch die Frage, dass auch viel diskutiert wird, eben bereits zu Folge 1. Und ich will das ja noch woanders noch ansprechen, aber das ist noch schnell und dann habe ich es. Muss man am ersten Tag Feuer machen oder kann man den Leuten zumuten, eine Nacht ohne Feuer zu überstehen? Macht eine Nacht weniger, die man sich um Holz Sorgen machen muss. Insbesondere, da man für die erste Nacht nicht genügend Holz gehabt hätte. Die Nacht ist trotzdem 10 Stunden Minimum, oder ich glaube sogar 12. Weiß ich nicht. Und das bisschen Holz, was sie zu diesem Zeitpunkt zusammen hatten, das hätte mehr sein können, ja. Da hätte man aber auch gleichzeitig eben, wie gesagt, noch am Flugzeug ein bisschen tüfteln können und gleichzeitig erstmal sie überhaupt einen Plan machen können. Und manche Leute müssen sich auch erstmal akklimatisieren. Nicht jeder kommt da an und fängt an zu schaffen. Und das ist also völlig normal. Und da kann man schon eine erste Nacht ohne Feuer, wenn man dann merkt, okay, wir haben wenigstens Schlafsäcke, wir müssen also jetzt nicht wie bekloppt Feuerholz sammeln, damit wir irgendwie durch die Nacht kommen. Weil den Haufen, den sie da hatten, der hätte... Das wären vielleicht, das war vielleicht, vielleicht jetzt auch für Folgendes, ja, meine Berechnung der Holzmenge mit 3 Kilo pro Stunde, das ist ja für langfristig, da ist ja nicht Anfeuerholz dabei und bis das Ganze erstmal richtig brennt, sondern Unterhaltsmenge, ausgehend von viel, viel, viel Glut und so weiter, ja. Und nochmal, lass es von mir aus das Doppelte sein, dann funktioniert es ja trotzdem immer noch mit 6 Kilo die Stunde. Ja. Ich hab's, bin durch. Also für mich gibt es keinen logisch notwendigen Grund, unbedingt in den Wald zu ziehen. Normal, Risiko, das Ding ist weiter oben. Das heißt, das mag durch die Bäume einen gewissen Windschutz genießen, bei starkem Sturm aber nicht mehr, das habe ich letztes Mal schon gesagt, und das Risiko, dass da ein Baum irgendwie umfällt auf das Lager und dann bist du tot, ja? Wenn dich ein Baum trifft, bist du tot, kannst du von ausgehen. Da bist du im besten Fall amputiert, diverse Gliedmaßen, in vielen Fällen bist du tot. Und das bedeutet, da das Ganze letzten Endes eine Spaßveranstaltung ist, ja, eine sehr ernste Spaßveranstaltung und einige nehmen sie auch verdammt ernst und das finde ich auch gut. Das ist für mich erheblicher Teil des Unterhaltungswertes, dass der ganze Quatsch ernst genommen wird. Ja, absolut, aber letzten Endes... darf man nicht vergessen, dass es eine Unterhaltungsveranstaltung ist und da sollte sich niemand für eine akute Lebensgefahr begeben, indem man dann in irgendeinem Sturm keine Lust hat, weil man gerade müde ist, weil man gerade sich einfach zusammenreißen möchte und nicht den Knopf drücken will und so weiter, in einem Sturm, in einem möglicherweise fragilen Wald, dessen Stabilität man im Übrigen nicht einschätzen kann. Mich könntest du in so einen Wald stellen und ich könnte dir nicht sagen, ob bei der Windgeschwindigkeit, die gerade geht, also vorausgesetzt, es gibt eine Windgeschwindigkeit, ne, also eine nennenswerte, könnte ich dir nicht sagen, wie stabil die Bäume hier jetzt sind und ob das jetzt schon lebensgefährlich ist oder ob das jetzt hier noch total sicher ist. Bei unseren heimischen Wäldern kriege ich das hin. Da kann ich dir sagen, okay, ein Eichenwald dieses Alters, dieser Struktur und so weiter und so fort. Da kannst du bei 50, 60 km/h Wind in Böen durchaus noch drin liegen, ohne dir groß Sorgen zu machen, brauchst du irgendwas anderes als eine Eichel, wenn Herbst ist, auf dein Zelt fällt oder ein winzig kleiner Zweig, so dann halt eben
auch im Herbst möglicherweise, ist ja scheißegal. Oder gar im Winter wäre das sowieso überhaupt kein Problem, dann haben die Dinger ja keine Blätter. Also da gibt es Erfahrungswerte, die kenne ich dann auch. Aber wenn du mich in so einen Notophaguswald steckst, in dem ich in meinem Leben lang noch nicht gewesen bin und in Deutschland mir keinen angucken kann, weil wir keinen einzigen davon haben, es gibt nicht mal ein Arboretum, das so viele Notophagus nebeneinander hat, Notophagen, dass man da irgendwelche Erkenntnisse draus ziehen könnte. Ja? Also da habe ich überhaupt keinen Erfahrungswert. Und da würde ich im Zweifel sagen, bei unbekanntem Holz mit hoher Brechbarkeit, das hatten wir ja schon besprochen, lieber nicht in den Wald. Ja? Weil das eine ist Knöpfchen drücken und abholen lassen und möglicherweise mit Schimpf und Schande und so weiter und so fort durchs Internet gejagt zu werden, aber dann hast du keinen tödlichen Ast auf den Kopf bekommen oder auf andere Gliedmaßen, die du behalten möchtest. Also nee. Also ich wäre auf keinen Fall in den Wald, auch wenn ich an meinem Wald bin, wäre ich lieber ein Mann im Flugzeug, so man mich da an dieser Position aussetzen würde. Ja? Und das nochmal wirklich ganz klipp und klar. Aber wer da unbedingt der Meinung ist, beurteilen zu können, dass es besser wäre, in den Wald zu gehen, von mir aus, ja. Sucht euch die Qualifikation der Dinge, die ihr in eurem Leben gemacht habt, aus, um das qualifiziert beurteilen zu können. Wenn ihr dann unbedingt der Meinung seid, dass ihr euch da besser auskennt als ein Berufssurvivalist oder ich, dann ist das so. Ist ja auch in Ordnung. Ja? Ich denke, das ist kein Thema, weswegen wir uns die Köpfe wirklich einschlagen müssen, auch wenn das schon so ein kleines bisschen zu passieren droht. Und es ist sicherlich auch kein Thema, weshalb sich das Internet vollständig spalten muss. Und da ist nochmal ein sehr schöner Spatz gerade gelandet. Man kann hier mal toll Vögel beobachten, während man was aufnimmt. Das ist schon ein toller Platz für diesen Zweck. Gut. Das war es jetzt aber wirklich. Leider etwas Überlänge. Wollte eigentlich eine halbe Stunde machen. Ja, macht's gut. Und andere Aspekte der ersten Folge, vielleicht mit einzelnen Aspekten der zweiten Folge, wie ich es schaffe, dann mache ich erst und zweite zusammen. Ich weiß es noch nicht. Gibt es dann in Kürze. So, tschüss. Muss ich zum Sport. Survival. Nein, nur Sport.